Eine Firmenparty eröffnet die Szenerie. Man stellt einander vor, fühlt sich wichtig, trinkt Champagner und wirft mit Modeschlagwörtern nur so um sich. Nur Viktor macht nicht mit. Er bleibt Außenseiter. Er ist nicht nur ein Außenseiter, sondern er ist schon ein bisschen durcheinander im Kopf. Und er explodiert und in seiner Sprache sagt er eigentlich, es reicht ihm. Er springt aus dem Fenster und möchte mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben. Fortan durchlebt Viktor eine Art Traum, ein surreales Stationendrama, mit dem der Lyriker Durst Grünbein in pointiert-poetischen Momentaufnahmen die trostlose Kehrseite von Wohlstand, Reichtum und wirkungsmächtiger Karriere abzubilden versucht. Sinnloses Kunstwerk! Überflüssiges Ding! Wer hat dich dahingestellt und dafür? Das Hauptthema unserer Oper ist eigentlich Kommunikation, die nicht funktioniert. Ein Thema, das eigentlich auch viele Missverständnisse und viele Konflikte mit sich bringt. Und wir sind natürlich an dieses Thema ein bisschen spielerisch gegangen. Ein bisschen sprachphilosophisch, würde ich jetzt mal sagen. Du, Sirene aus Stahl, mitten im Aschenbecher der Stadt. Gespenst, du! Und so geht er durch diesen Traum. Ganz am Ende kommt er wieder zurück. Also er wird wieder wach und ist wieder zurück bei der Party, wo der Albtraum ist. Nicht mehr dieser schöne, surreale Traum.